Ich sehe keinen Jäger oder Schamil dabei. Bude, 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 Bude. Ach, dann wird sie keinen stören. So, da ist der Foliant da hinten. Im Schatten des Lichts. Zerstören. Ich muss zerstören. Zerstören. Boah, was in der Inni geil ist als Krieger dann. Als Krieger mit diesen Monstrositäten, mit den Augen reinchargen, Donnerknall. Wenn du dann höheres Level bist, das Drachengebrüll. Das ist so geil. Da kannst du so übelst Schaden machen und dann. All I do is spin, sag ich dann nur. Ich hab mein bestes AE-Siegel an mir wieder. Hallo und herzlich willkommen in der dunklen Mansion Scholomanz. Wir sind gerade hier, liebe Zuschauer, in der Vorhalle und hier sehen Sie einige Skelette und irgendwelche komischen Kerzenleuchthalter. Kerzenleuchthalter. Leuchtende Magier, Leuchtermagier. Es gibt Magier, die Magie haben, die auf Kerzen basiert. Hallo? Und da hinten sehen Sie noch in Kerze. Zwischen den Skeletten noch ein halbfertiges Skelett, da hängt noch ein bisschen Fleisch mit dran. Und unser Paladin, der da vorne die Viecher ablenkt, den. Schlingen sie nicht nur ab, ich juckt es nicht, der vermöbelt die und da vorne steht schon unsere Gastgeberin, die uns sicherlich sehr freundlich begrüßen wird. Hey, so, dann Chandis. Sagen wir mal Hallo. Und begrüßen sie recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen. Und nun werden sie alle sterben. 3000 Heilungen sehen, ewige Flamme haben wir mal so und das tickt jetzt noch schön hinterher. Jetzt kommt ihre lustige Fähigkeit. Ja. Das in HC gibt es ja hier einen Erfolg. In HC dauert es definitiv länger. In HC gibt es ja auch einen Erfolg, wenn man keines der Spiegelbilder zerstört. Man kann ihn allerdings überbrücken, wenn sie, während sie diese Fähigkeit hier macht, die wundersame Schnelligkeit, dann geht sie nämlich nicht in die Phase rüber. Wenn man sie währenddessen umbürstet, dann kann man, dann kriegt man den Erfolg, weil man ja keins umgehauen hat. Und Moment, hier ist Kaltus hat tiefgründiges Wissen. Ja, der Kaltus hat, der hinterlässt auch überall seine Spuren. Der handelt mich an. Er gibt dir die Schuhe, weil er Bedarf drauf gewürfelt hat. So, als. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, lieber Paladin, bitte geh nicht. Es tut mir so leid. Tja. Ich hab gerade wieder geistesabwesend auf Gier gedrückt, weil ich. Ich hab mir gerade schon so gedacht, das sind eigentlich voll die guten Schuhe für dich und du, Gier, okay, ja, hast du was Besseres? Ich mach das Geistesabwesen, weil ich von dieser Instanz einfach gewohnt bin, sie in HC zu gehen, durchzurasen, alles umzuhauen und überall Gier drauf zu würfeln oder entzaubern. Scheiß Automatismus, ne? Ja, das ist ein Automatismus, der sich eingestellt hat, weil mit meinem Shami, wenn ich hier durchgehe, ich brauche ja wirklich nichts mehr, schon lange nichts. Da habe ich ja seit der ersten Woche schon nichts mehr gebraucht aus der HC hier. Kilian spielt Fangen mit Skeletten. Auch eine tolle Beschäftigung. Ja. Ich knuddel dabei meinen Kobold, weil er braucht auch Liebe und Zuneigung. Ich habe Akku von diesen Skeletten und ich kann sie nicht wegfieren. In Classic waren Untote ja komplett gegen 4 immun. Sind sie ja jetzt auch noch, oder? Keine Ahnung, ich meine, es geht, aber. Nee. Immun. Okay. Hat sich ja das sogar bis heute gehalten. Mhm. Also Untote kannst du nach wie vor nicht fehlen.
Ach halt, wir brauchen dieses Knochenschild. Sonst macht er einen kaputt. Dann heißt es 1 Gramm mehr oder ich mach dich kaputt. Das war sehr interessant. Wir hatten ja dieses Mädchen aus Litauen hier und sie kann eigentlich, also wir haben nur Englisch mit ihr sprechen können. Das Einzige, was sie auf Deutsch konnte, war Prost, ihr Säcke, Prost, du Sack, nachdem wir es ihr beigebracht haben. Und dadurch, dass sie eine ziemlich große Grindcore-Death-Metal-Fan ist, gab es da so ein Lied von Halb und Halb und das war komplett auf Deutsch. Da geht einer praktisch zur Metzgerei und will... Meins! Meins! Und will... Verdammt. Und will... alles Bullen! Will Hackfleisch, also Halb und Halb, eben halb Schwein, halb Rind. Und dann fragt ihn der abgefuckte Metzger so, zieht so seine Rotze hoch und fragt, darf es noch 1 Gramm mehr sein? Und dann tickt der Typ so voll aus und schreit so voll rum, 1 Gramm mehr und ich mach dich kaputt! Und das konnte sie auch auf Deutsch. Ja. War sehr lustig. Und sie hat geraucht wie ein Schlot. Und sie ist genauso ein heftiger LOL-Fan wie sein Bruder. Da hinten muss auch noch irgendwo ein Buch liegen, oder? Die liegen immer irgendwo random rum. Jedes Mal woanders. Ich dachte, die liegen immer im selben Raum. Nö, also in denselben Räumen ja, aber sie liegen immer in den Räumen immer an anderen Stellen. Achso. Wir haben da so ein paar. Das ist ja fies. Wir haben da so ein paar Slots, wo da ein paar Punkte, wo die spawnen. Aber hier in diesem Raum war doch auch so ein Buch, oder? Ja, hier ist eins, aber ich schaue gerade wo. Ach, ich sehe schon. Ja, hat's gefunden. Hier ist es. Ach, wir sind vorbeigelaufen. Oh Mann, der Magier wieder. Ja. Jo. Lilian. Hey, ich habe am meisten Damage gemacht. Du bist Destrohex und du hast deinen Chaosblitz. Wundert dich das? Feuersbrunst, Verbrennen und Feuerregen. Kein Chaosbolt. Weil ich gar keinen Ready hatte. Bleib da. Warte, hatte du da? Oh, ich liebe es, wenn es crittet. Vor allem jetzt nicht bei dem Chaosbolt crittet, weil Chaosbolt 100%iger Crit, ne? Das Einzige, was dann was dann enttäuschend ist, wenn der Chaosblitz verfehlt. Das ist dann eine bittere Enttäuschung. Deswegen ist Headcap so wichtig, ne? Das ist so, wie wenn in Dragon Ball Z so ein Gokus Kamehameha vorbeischießt am Gegner. Das ist so ein übelst overpowered Attacke und dann daneben. Das ist so ein Overkill, so Faceporn. Aber übelst. Ja, 5 Folgen lang eine Attacke aufladen und dann daneben schießen. Das schafft auch nur Son Goku. Ja, das ist eine seiner Eigenschaften, die ihn so einzigartig machen. Der Doktor ist da, halt der Professor. Der Professor Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore! dieses Harry Potter Puppenspiel, das hat uns auch irgendwie geprägt. Das haben wir mal mit einem anderen Kumpel und seinem Cousin und noch irgendjemanden haben wir das dann auch nachgemacht und dann haben wir mal ausgemacht, wer was macht und dann haben wir zum Teil, je nachdem was gebraucht wurde, auch doppelt besetzt. Dann waren wir dann Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Ja, haben die wiederum jetzt auch noch gepult. Ich habe jetzt gar kein Schild zum Schmeißen da. That's not funny at all. Was ich jetzt gerade wieder an das eine Bild vom Boromir denken. Zum Bild von Herr der Ringe, weil Boromir sagt, den Wasserfall runter springt gerade, also runterschwimmt und dann, ja. Oh Gott, Legolas, this isn't funny anymore! Hier müsste auch noch irgendwo ein Buch liegen. Kann man ja schauen, ja, hier liegt irgendwo eins. Ja, ist bloß was zu looten.
Da vorne liegt's am Tisch. Sehr schön. So, jetzt das komische Zeug holen. Quest beenden. Ja, 11.000 EB. Das ist doch was. Für eine normale Quest ist das ziemlich viel sogar. Mhm. So, da unten steht er. Also da. Der Gammler. Die Schule hat angefangen. Gibt's auch noch einen netten Erfolg bei ihm im HC. Der heißt Hurra, Hurra, die Schule brennt. Ich habe ja alle Hilfe. Das Kasten brennt, verbrennt, verbrennt. Ich wusste, das heißt ein Listenfixer. Ja, dann kannst du die ganze Zeit verbrennen. Wieso? Solomans Erfolg. Ausdauer und Willeplatte. Ah, Waffenkunde brauche ich unbedingt. Ich habe, glaube ich, gerade eh nur ein Trinket, das heißt, das Trinket, das nehme ich mal mit. Das ist nämlich eh ein ziemlich gutes. Na denn. Das ist ein Genutzeneffekt hier. Dann machen wir jetzt doch Sulfarak. Na, ah, das ist eine meiner Lieblings-Indies. Dem Leiden ein Ende muss ich hier noch abgeben. Und dann ganz gut verlassen. Verdammtes Wachengeschwür. Schattenbrand überzieht das Ziel. Sofort mit 1647 Schattenschaden. Kann nur auf Gegner angewandt werden, die Bewege. Stellt nach Ablauf von 5 Sekunden 15% eures gesamten Manas wieder her. Wenn das Ziel jedoch innerhalb von 5 Sekunden stirbt und Erfahrung oder Ehrenpunkte gewährt, erhalte ich stattdessen einen instabilen Funk. Oh! Das heißt, wenn der gerade verreckt, so ungefähr, dann habe ich gleich nochmal instant einen Funken. Genau. Das ist toll. Scheiß Automatismus, ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ich die INI-Anmeldung angenommen habe. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du schon anmeldest. Mhm. So, Polyphonsäule können wir wieder wegdrücken. Was machst du? Du bist noch Eisenschmiede. Ja, ich hole mir mal schnell 216 Platz Behälter. Ach so, vom Ruf. Ja, nur nach der Nassus könnte ich da eigentlich auch gleich noch. Theoretisch. Und irgendjemand macht hier gerade schon wieder Bruce. Ich nehme an, sobald ich hinten aus der Bahn raus bin. Keine Ahnung, wo ich dann rauskomme, wenn ich hier wieder raus bin. Es wird aber jetzt knapp. Die Tasche ist leer, Junge. Geht doch. Ah ja, Moment, ich kann ja eh rein, weil ich ja so. Ich bin schon drin. Weil wenn ich in der tiefen Bahn bin, kannst du dich in die Ehe. Mhm. Ich bin gleich da, sobald die tiefen Bahn angekommen ist. Ja. Schreib's kurz in die Gruppe, das ist schon. Ja, ich bin eh gleich da. So. Und zum dann teleportieren. Ich wollte nur kurz ankommen. Ankommen. So, dann gucken wir mal, was es hier so zu looten gibt. Nichts. Hände gibt's da, okay. Im Kopf. Oh, die Maske des schlechten Mojos. Die Voodoo-Maske, die will ich haben. Das wäre richtig lässig. Der Kampa ist gleich markiert worden. Und hat der Pet sein Brüllen, hat das Brüllen ausgemacht vom Pet? Sieht so aus. Irgendwas ist da an meiner Nase, das stört gerade übelst. Das war mal ein bisschen Schaden machen hier. Das geht so nicht ohne mich. Gibt jetzt mal wieder einen Stapel EP vor allem. Also das ist mindestens ein Level up. Wieso bist du noch ausgeruht und ich nicht? Keine Ahnung, wo hast du dich ausgelockt? Sturmwind bin ich gestanden.
eigentlich auch gestanden, aber keine Ahnung. Das ist sehr mysteriös. Mhm. So viel zum Thema Gleichberechtigung Blizzard hier. Irgendwo vielleicht steht im Patch was drin, Hexenmeister kriegen weniger Erholungen oder so. Hexenmeister sind Nervbündel, Hexenmeister dürfen keine Erholung haben. Hexenmeister sind overpowered, dafür halten sie halt nur halb so viel Erholt-Bonus wie alle anderen Klassen. Das wär's. Da rollt der Hindermonk. Oh, ein Ramop ist da. Ich habe ihn schon mit Totenkopf markiert, da hinten hinterm Berg ist er irgendwo. Okay. Weiß ich ungefähr, wer das ist. Sander der Wüsten, irgendwas. Ja. Bleibt da. Du hast irgendwie einen Lag. Ja. Nicht nur einen leichten. Ja. War ein mittelschwerer. Gibt es einen Unterschied zwischen leichte und mittelschwere Lags? Ja. Ich kümmere mich mal um das Totem. Eingetrocknete Troll, ja. Das bestimmt noch zwei oder dreimal Tropfen. Fünf Stärke, 12 Ausdauer. Es gibt weniger Stärke, aber mehr Ausdauer, also nehme ich es mal mit. Früher hat das Ding mal Minus Ausdauer gegeben. Der Mönch, das ist wieder so einer, der läuft irgendwo in die Gruppe rein und... Was ich nehme ihm jetzt einfach mal alles vorweg und pull hier alles zusammen. Und ich schmeiß schön Feuer von oben runter. Like fire. Hey, fire. Davon steht er schon, ein Brunnen da rum. Schon fünfmal versucht, einen Chaosbolt durchzukriegen und einfach nicht da.